Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Minister Seehofer, wo ist eigentlich der sparsame Ministerpräsident aus Bayern verloren gegangen auf dem Weg von München nach Berlin? Wo hat er seine Tugenden eingelassen bei der Anreise? Das frage ich mich. Wenn ich Ihren Etat angucke und nicht nur das, auch Ihre Verantwortung im Kabinett, warum bremsen Sie nicht einen Finanzminister, der neu verschuldet, als gäbe es kein Morgen, Asylrücklage, Haushaltsrückstände noch und nöcher im Haushalt, das hätten Sie halbieren können, wäre Ihre Pflicht und Aufgabe gewesen, nichts davon haben Sie getan. Ihre Tugend ist verloren gegangen, das sage ich Ihnen. Und dabei wissen Sie doch, viel hilft doch nicht viel. 1,5 Millionen Wohnungen, davon sind Sie 635.000 Wohnungen entfernt. Und deshalb zählen Sie jetzt keine gebauten Wohnungen auf, sondern genehmigte und sagen, das sind angestoßene Wohnungen. Ach wunderbar, die Digitalisierung in den Schulen haben Sie angestoßen, den Breitbandausbau haben Sie angestoßen. Anstoßen alleine reicht nicht. Umgesetzt haben wollen die Leute das in diesem Land. Haben Sie sich mal angeguckt, den Wärmemonitor 2019? Der rechnet nämlich aus, witterungsbereinigt im Übrigen, warum witterungsbereinigt? Wir hatten 10 warme Winter hintereinander weg, diskutieren wir oft im Thema Klima hier im Bundestag. Witterungsbereinigt, minus 2,6% weniger CO2 in den Gebäuden in den letzten 10 Jahren. Sie haben uns geantwortet, was wir eigentlich in energetische Sanierung in den letzten 10 Jahren in Deutschland ausgegeben haben. 500 Milliarden Euro. Eine halbe Billion Euro ausgegeben in 10 Jahren, Einsparung 2,6% CO2. Viel hilft eben nicht viel. Hätten Sie Thermen erneuert, Umweltpumpen erneuert, Sie hätten 600.000 neu gebaute Heizungen jedes Jahr mit 5.000 Euro verschenken können. Das wäre billiger geworden. Das wären 3 Milliarden in 18 Jahren aller Heizungen in Deutschland getauscht, 54 Milliarden insgesamt. Das wären gerade mal 10,8% der 500 Milliarden gewesen. Das wäre effektiv. Ihre Aufgabe ist nicht Geld ausgeben, sondern sinnvoll Geld ausgeben. Aber vielleicht stört Sie das alles so herzlich wenig, weil Sie in einem Jahr zurück in Ihr Eigentum fahren. Eigentum, da war doch was. Grunderwerbsteuerfreibetrag habe ich mal gehört. Eigentümer anfachen. Da sitzt die Koalition, die Sie anstreben, die wollen Einfamilienhäuser verbieten. Und die Eigenheim, Grunderwerbsteuerfreibetrag, den kriegen Sie nicht gebacken. Eine unheilige Koalition, die sich da androht für dieses Land. Ich sage Ihnen, kommen wir noch CO2, da sind Sie auf den guten Gedanken gekommen, macht ja der Markt. Ne? Wenn CO2 teuer wird, merken die Leute, Heizkosten werden teuer, sparen sie ein. Oh, guter Gedanke. Guter Gedanke. So reagiert Markt. Was machen Sie? Übrigens die gleichen SPD-Minister in Ihrem Kabinett, die sagen jetzt, da zahlt aber nicht der Mieter, das zahlt der Vermieter, 50% davon. Das heißt, der Vermieter, der die Heizung weder an- noch ausmachen kann, der merkt Ihren Steuerungsprozess CO2-Preis. Ich sage Ihnen, Sie können noch 2 Billionen ausgeben die nächsten Jahre. Bei der CO2-Einsparung kommen Sie im Gebäudesektor so überhaupt gar nicht weiter. Herr Seehofer, zum Abschluss. Sie haben ja noch ein Jahr vor sich. Und Sie wissen, in diesem Kabinett wird kein CSU-Minister entlassen. Das haben Sie ja festgestellt. Man kann nicht nur Unsinn machen, man kann auch mutig sein. Und deshalb sage ich, für meine Kinder und für Ihren Enkel ist doch auf dem Weg, finden Sie Ihre Tugenden wieder. Sparsamkeit, Redlichkeit und gesunden Menschenverstand. Ich danke Ihnen. Jetzt erhält das Wort der Kollege Dr. Jens Zimmermann, SPD.